Meine Damen und Herren, willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel vor der Länderspielpause gegen die Kassel Huskies. Bei uns sind wie immer die beiden Trainer. Stefan Trichet ist das auf Seiten der Huskies und unser Coach Larry Mitchell. Und wie immer beginnen wir mit einem Statement des Gästetrainers. Glückwunsch zum Sieg. Ihre Meinung zum Spiel? Dankeschön. Abend zusammen. Ja, wir waren schon gewarnt, dass Augsburg eine Top-Mannschaft ist, besonders heimstark. Sie haben eine sehr gute Heimbilanz. Wir haben das Spiel sehr gut angefangen. In meiner Meinung ein super Auswärtsester Drittel, fast keine Gegenchance, sehr kompakt in der neutralen Zone. Auch ein paar gute Chancen. Tor zu schießen, dann sind 2-0, glaube ich, verdient vorne gegangen. Aber dann, wie immer bei uns auswärts, mit unserer jungen Mannschaft, haben wir einen Blackout vor 10 Minuten gehabt. Und dann Augsburg ist zurück ins Spiel gekommen. Aber ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Sie haben heute ähnliche Charakter gezeigt auswärts. Sie haben gesagt, okay, sie wollte das Spiel unbedingt gewinnen, weil man weiß, dass unsere Auswärtsbilanz nicht so gut ist. Und letzter Drittel, die Jungs haben gekämpft, alles gegeben und am Ende, glaube ich, verdient die 3 Punkte bekommen. So, ich bin besonders glücklich für meine Mannschaft, weil sie haben alles gegeben heute und es war ein wichtiger Punkt für uns. Dankeschön. Dankeschön, Stefan Richet. Larry Mitchell, deine Meinung? Ja, guten Abend. Gratulation, Rich, deine Mannschaft. Ich stimme Ries zu, dass die Punkte definitiv verdient an Kassel gehen, alle 3 Punkte. Wir haben 5 bis 7 Minuten Eishockey gespielt heute. Ich will jetzt nichts von den Kasseler wegnehmen, weil, wie gesagt, die haben das Spiel verdient gewonnen. Aber ich weiß, nach dem ersten Drittel hatte Dwayne Mirza zu mir gesagt, wow, das war mit Abstand unser schlechtester Drittel diese Saison. Und ja, ich denke, wir haben das getoppt im letzten Drittel, weil da waren wir noch schlechter. Wir haben nicht den Bereitschaft gezeigt, nicht die Leidenschaft gezeigt, was uns so lange stark gemacht hat. Ich habe, glaube ich, zu früh unser Überzahlspiel gelobt diese Woche bei Milan Sacco, weil es war heute genauso wie unser Spiel nach vorne eine Katastrophe, keine Pässe zusammengebracht. Und ja, es ist ziemlich enttäuschend. Ich meine, ich habe die Jungs vor dem Spiel gesagt, dass die Kasseler Mannschaft eine sehr gute Mannschaft ist. Man schlägt die Berliner Eisbären nicht 8-3, wenn man nicht eine gewisse Qualität, vor allem im Sturm, hat. Und das wussten wir. Und wir haben die Mannschaft gewarnt, dass diese Mannschaft von Riesch beißen wird, laufen wird. Und das haben sie gemacht. Und die waren uns, was Zweikampfverhalten angeht, überlegen, waren uns läuferisch überlegen, und ich denke, das ist das erste Mal, dass wir das diese Saison über die Augsburger Panther gesagt haben. Ich habe versucht, den 4. Sturm zu bringen im ersten Drittel. Die haben gleich einen Tor kassiert. Gleich danach hat der Riesch versucht, seinen 4. Sturm zu bringen, und Matt Ryan schießt das wichtige 1-2, und wir erwarten nicht, dass unsere 4. Sturm, und ich glaube, der Riesch wird mir zustimmen, dass die jedes Spiel Tore schießen, aber die müssen mindestens 0-0 spielen und keine Tore kassieren. Immerhin haben wir dann 5 Minuten gutes Eishockey gespielt, Bereitschaft war vorhanden, sind gelaufen. Das Penalty-Killing war am Anfang sehr, sehr gut. Wir haben auch noch das Unterzahl-Tor geschossen durch Murphy. Und dann haben wir zu viele Strafzeiten genommen. Und wie gesagt, schlechtes Überzahlspiel im letzten Drittel, wo der Schiedsrichter uns Überzahlchancen gegeben hat. Und gut, wir haben jetzt eine gute Serie gehabt. Und die Welt geht sicherlich nicht unter, weil wir zu Hause verloren haben. Aber wir müssen jetzt 60 Minuten Gas geben am Sonntag, dass wir richtig in diese Pause hineingehen können. Dankeschön. Danke, Larry Mitchell. Meine Damen und Herren, Ihre Fragen an die beiden Trainer? Schon alles beantwortet? Gut. Frage nach Florian Kettemer, der noch ausfällt am Sonntag. Alles geklärt.
Dann vielen Dank für kommen, die Augsburger Panther, Sonntagabend in Köln, dann ist Länderspielpause, Freitag der 13. geht es zu Hause gegen Hamburg und dann der 15. in Wolfsburg. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.